Was ist Parkinson im Frühstadium? Früh einsetzende Parkinson-Krankheit oder junge Parkinson-Krankheit bezieht sich auf das Auftreten von Parkinson-Symptomen bei Patienten unter 50 Jahren. Juvenile Parkinson-Krankheit bezieht sich auf das Auftreten von Symptomen vor dem 20. Lebensjahr. Die Parkinson-Krankheit ist eine degenerative neurologische Störung, die durch Zittern oder zitternde, schlechte Koordination gekennzeichnet ist und Instabilität und Bradykinesie, eine Bedingung, die langsame, übertriebene Bewegung und Muskelsteifheit verursacht. Die Parkinson-Krankheit wurde erstmals 1817 von dem Arzt James Parkinson beschrieben, der die Krankheit als zitternde Lähmung bezeichnete. Die Krankheit ist fortschreitend, was bedeutet, dass sich die Symptome mit der Zeit verschlechtern? Die Parkinson-Krankheit ist nicht ansteckend. Es wird jedoch angenommen, dass einige Fälle erblich sind, insbesondere bei Parkinson im Frühstadium und bei Parkinson bei Jugendlichen. Die Diagnose eines früh einsetzenden Parkinson-Syndroms kann schwierig sein, da die Symptome von einer jüngeren Person ignoriert oder verdeckt werden können. Der Zustand kann auch falsch diagnostiziert werden, da die Symptome in den frühen Stadien der Krankheit häufig einer Vielzahl anderer Krankheiten sehr ähnlich sind. Das charakteristische Zittern und die schlechte Koordination, die mit diesem Zustand verbunden sind, werden gewöhnlich mit den gleichen Symptomen verwechselt, die mit Drogen- und Alkoholmissbrauch verbunden sind. Parkinson-Krankheit, einschließlich früh einsetzender und jugendlicher Krankheit, tritt auf, wenn im Gehirn ein Mangel an Dopamin besteht. Dopamin ist eine Chemikalie, die in einem Bereich des Gehirns produziert wird, der als Substantia nigra bezeichnet wird. Es ist eine Chemikalie, die dazu dient, Signale an das Corpus striatum zu übertragen, was wiederum eine reibungslose und zielgerichtete Bewegung ermöglicht. Wenn die dopaminproduzierenden Nervenzellen gestört sind oder absterben, sinkt der Dopaminspiegel, was bedeutet, dass Signale zwischen der Substantia nigra und dem Corpus stratum abnormal werden und unangemessene Reaktionen auslösen, die zu einer Beeinträchtigung der Mobilität, Muskelbewegung und Koordination führen. Bei 5-10% der mit Parkinson diagnostizierten Personen tritt Parkinson früh auf, und in diesen Fällen wird die Krankheit häufig aufgrund eines mutierten Gens vererbt. Die Symptome verschlechtern sich in Parkinson-Fällen mit frühem Auftreten in der Regel sehr viel länger, obwohl die Progressionsrate sehr unterschiedlich ist. Die normalerweise mit der Krankheit verbundene Muskelsteifheit ist bei Parkinson-Patienten mit frühem Auftreten weitaus seltener. Früh einsetzende Parkinson-Krankheit zeigt häufig Symptome wie Mikroskopie oder winzige, verkrampfte Handschrift, Bradykinesie, Zittern, schlechte Koordination, Schmerzen sowie Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme. Depressionen und Angststörungen sind bei den meisten Parkinson-Patienten häufig, treten jedoch häufiger bei Patienten mit frühem Krankheitsbeginn auf. In fortgeschrittenen Krankheitsstadien können unabhängig davon, ob die Erstdiagnose vor oder nach dem 40. Lebensjahr gestellt wurde, andere Symptome und Komplikationen auftreten. Patienten können Schwierigkeiten beim Essen, Schlucken und bei der Körperpflege haben. Wenn sich die Symptome verschlechtern, nimmt die Mobilität ab, was bedeutet, dass Patienten einem hohen Risiko ausgesetzt sind, zu stürzen oder an einen Rollstuhl oder ein Bett gebunden zu werden. Es kann sich auch eine Demenz entwickeln, dies ist jedoch bei Patienten mit Parkinson-Krankheit im Frühstadium selten. Zwar gibt es seit 2010 kein bekanntes Heilmittel für Parkinson, doch gibt es eine breite Palette von Arzneimitteln, die zur Verringerung der sichtbaren Symptome der Parkinson-Krankheit sowie von Übungen zur Aufrechterhaltung einer möglichst kontrollierten Beweglichkeit und Bewegung eingesetzt werden können, reduzieren sie Zittern und Steifheit. Jeder Patient benötigt einen individuellen Behandlungsplan, da einige Patienten der Ansicht sind, dass bestimmte Medikamente zur Behandlung von Parkinson unangenehme Reaktionen hervorrufen, darunter, ohne darauf beschränkt zu sein, Angstzustände, Depressionen, Gewichtszunahme, Erbrechen oder sogar eine Verschlechterung der Symptome.